Moin zusammen und willkommen zur Definitive Edition von Outward. Wer sich an die letzte Folge erinnern kann, weiß, dass wir eigentlich jetzt auf dem Weg sein müssten nach draußen. Bin aber gerade noch auf dem Rückweg von Vendaville. Da habe ich jetzt mal gerade doch die Sachen, die wir letzte Folge liegen gelassen haben, vor allem 1.000.000 Macheten, abgeholt. Die bringe ich jetzt mal schnell zum Händler hier vorne. Aber ich... Bevor ich es vergesse, was ich erzählen wollte, dachte ich, na, fang einfach schon mal an. Ja, was ist passiert? Wir haben die Festung Vendaville eingenommen. Alle Banditen weg. Alle Sklaven weg, befreit. Die haben wir nicht gekillt. Nein, nein. Die haben wir nicht angegriffen, die haben wir nicht getötet. Die sind in Sicherheit. So, einmal bitte einen Goldbarren. Dankeschön. Und, was haben wir noch gemacht? Wir haben... Das war's eigentlich, ne? Ja, das war's eigentlich. Wir haben die Festung in Darmlein genommen. Für die Halbinsel, beziehungsweise... Doch, für die Halbinsel, also der Bereich um Sierzo herum, wäre das somit nahezu alles, was erkundet oder abgeschlossen werden kann, zu diesem Zeitpunkt, ist damit erkundet, beziehungsweise abgeschlossen. Was fehlt? Simpel. Uns fehlt noch eine Höhle. Und zwar eine Höhle, die vor den Enmakar-Wald, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, in der Halbinsel ist. Warte mal, pack den mal kurz rein. Und da würden wir uns jetzt gleich zu aufmachen. Ich meine, ich habe noch genug zu essen hier drin. Lass mal schauen. Wir haben noch, ja, guck mal hier, davon haben wir noch 8. Nehmen wir 4 Stück mit, soweit ist die Reise nicht. Dann nehmen wir noch die 2 Sierzo Ceviche mit. Damit sind wir mehr als gut genug bedient. Wir brauchen ein paar Mana-Tränke, also Astraltränke. Die sind ganz wichtig. 3 Stück, die sollten aber reichen. Und Lebenstränke. Warte, große Astraltränke auch. Wie großer Lebenstrank. Aber auch die kleinen Lebenstränke, weil die könnten wir wirklich in der Höhle dringend gebrauchen. Nehmen wir 4 Stück von mit. Den Verweiltrank nehme ich auch mal mit, beziehungsweise kann eigentlich... Können wir den schon benutzen? Ne, den nehmen wir erstmal nur mit. Denn ich weiß nicht, mit den Neuerungen, die Definitive Edition gebracht hat, ob es in der Höhle groß Änderungen gab. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Verderbnisaura. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. So, davon noch einen. Hiervon können wir eigentlich direkt einen trinken. Was nehmen wir denn noch mit? Wir brauchen unser Zelt. Das ist das mit das Wichtigste, was man mitnehmen muss. Zumindest steht das immer in den ganzen Tipps, dass das mit eins der wichtigsten Überlebenssachen sind, wie zum Beispiel aber auch Trinken und sowas. So, Trinken haben wir, Essen haben wir, Sachen zum Dingensen haben wir, hier zum wieder aufpäppeln. Müssen wir noch ein paar Feuersteine mitnehmen. Hier sollten reichen. Wir benutzen ja meistens unsere Runenzauber. Und Fallen. Die können wir alle mitnehmen. Mal lassen wir mal auf 5. Einfach 5. 5 sollte reichen. Gut, der Rest kann, denke ich, hier drin bleiben, oder? Ja. Der Rest kann hier drin bleiben. So, ich weiß nicht, was uns jetzt in der Höhle erwartet. Denn... Also, was vielleicht da Neuerung drin ist, ich kannte von vorher, was ich dort erwarten dürfte. Nur bin jetzt gespannt, ob sie da, hoffentlich nicht, ob sie da auf Verderbnis reingeknallt haben. Hallöchen. Ich hoffe es nicht. Und dann können wir in die spannenderen Gebiete für meinen Wobei ich die Halbinsel an sich, die ist nicht unspannend. Nur die, die Halbinsel ist noch sehr Kindersicherung gefühlt. Also wenn man hier was falsch macht, ist es nicht so kritisch. Selbst bei den schweren Gegnern. Mit der Ausnahme von dem Golem unten. Mit der Ausnahme von dem Golem. Der war ein Bastard. Im Endmark... Ich bin sehr müde. Ich habe doch geschlafen. Ja, zur Not pennen wir noch mal im Zelt davor. Gabären, eine. Ne, lassen wir mal weiter wachsen. Großer Vorteil, den hatte ich gar nicht gesagt. Großer Vorteil ist auch, wir haben jetzt Sommer. Oder Frühling.
Es ist nicht mehr arschkalt. Hier ist es, das da. Da müssen wir noch hin. Diesen Bereich haben wir noch nicht erkundet. Vielmehr ist zumindest meines Wissensstand nicht auf der Halbinsel zu erkunden. Also die ganzen Gebiete habe ich ja abgemarkert, ne? In grün. Und hier ist halt noch eine Höhle meines Wissensstand. Und dann ist für die Halbinsel, soweit ich das weiß, vorerst Schluss. Ja. Und bezüglich der Monster. Es gibt ja dieses riesenfette Viech im Enrica-Wald, dem wir absolut gar keinen Schaden gemacht haben mit maximal vielen Fallen. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann ein passende Schadensboni kriegen, dass man mal am HP-Balken auch Bewegung sieht. Und nicht den durch den ganzen Wald zerren müssen, nur damit wir ansatzweise einen anständigen HP-Schaden mal sehen. So, ist es überhaupt richtig, wo ich langlaufe? Ja, ich kann hier durch. Passt. Schluck aus der Wasserpulle. Und weiter. Ansonsten also die Upload-Intensität outwards. Ich meine, ich sagte ja schon, das ist immer Skyrim weicht. Und das ist jetzt, ich will aber gucken, dass wir so mindestens zweimal die Woche was von Outward sehen. Mindestens zweimal. Wie lange das Spiel geht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es halt noch den Enmerkar-Wald gibt, wo wir noch nicht viel von gesehen haben. Und halt die Heiligen Sümpfe, wo ich unbedingt gerne hin möchte, einfach um in die Stadt dort zu gehen und nach Lehrern zu schauen. Lehrer. Skills, ne? Und die weiteren Gebiete kenne ich gar nicht. Ich weiß also nicht, wie viele Gebiete es nach dem Sümpfen und dem Enmerkar-Wald noch gibt. Ich weiß, dass diese eine Wüste, die Abrassa-Wüste, aber ich weiß nicht, ob es noch was gibt. Wenn es noch was gibt, wäre schön. Wenn die Abrassa-Wüste dann alles wäre, dann hätten wir nur diese vier Gebiete. Dann könnte es sein, dass Outward mit unter 100 Folgen fertig wird. Ne? Also Skyrim, wo sind wir da jetzt? Fast 130? Und da sind wir noch lange nicht fertig. Ui, da ist noch so viel, was gemacht werden kann. Und was ich auch machen möchte. Wir sind ja auch viel am Bücher lesen. Weil die so spannend sind. Da hatte ich auch überlegt gehabt, aber das muss ich in Skyrim dann auch nochmal fragen, ob Interesse bestehen würde, wenn ich einfach nur mit halt eine AUX-Vorlesedatei mache. Ne? Also ich nehme auf, wie ich dieses Buch lese, versuche natürlich so fehlerfrei wie möglich zu lesen, das wird sich dann mit der Zeit immer wieder bessern. Wenn man sich überlegt, welche ersten Bücher, die ich gelesen habe, wie stotterig und hat man nicht gesehen, ich dort gelesen habe und jetzt vorlesen halt. Ne? Also jeder kann im Kopf lesen. Für sich selber. Nur wenn man halt vorlesen muss, gerade wenn man versucht es zu betonen, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Meine Überlegung war, dass ich vielleicht dann vorlese und dann einfach, keine Ahnung, Hintergrundmusik von Skyrim nebenbei abspiele mit einem Bild von irgendeinem Screenshot aus Skyrim oder so. Weiß nicht. Muss ich mal schauen. Aber da werde ich nochmal in Skyrim drauf eingehen. Weiß auch nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat oder so. Ich weiß, dass im englischen Bereich solche Sachen, ich denke, schon gemacht wurden. Denn der englische YouTube-Content ist ja deutlich riesiger als der deutsche. Ne? Muss man mal einfach so sehen. Da ist ja auch die Reichweite dann viel, viel höher. Ich will das hier haben und das hier. Dankeschön. So. Sehr weit dürfte es schon gar nicht mehr sein. Wir sehen jetzt hier den Wachturm. Und beim Wachturm unten runter ist das Schiffswrack. Und dort links abbiegen. Nicht Richtung Enmerkar-Wald, sondern ja, wir sehen schon die Steinsäulen. Bevor wir in die Höhle gehen, werden wir aber noch eine Runde im Zelt übernachten, damit halt der wobei ich kann den Müdigkeitsbuff eigentlich drin lassen. Weil die Müdigkeit sorgt ja für eine schnellere Mana-Wiederherstellung. Ausdauerregeneration ist ja jetzt nicht so wichtig für uns als Magier. Ja, dann lassen wir das so. Damit gehen wir gleich nicht schlafen. Aber die Gabären, die hier sind, die nehmen wir mit. Denn ein brauner Gewürzkäfer. Immer wieder gut. Können die eigentlich verschimmeln, die Käfer, oder? Ja, die können auch verschimmeln. Oh.
Davon habe ich immer so viel in meiner Kiste gelassen. Ich wette, in meiner Kiste sind auch schon x Teile verschimmelt. So, hiermit können wir nichts machen. Aber hier vorne ist eine Blitzkugel. Ich hoffe, der lässt uns rein. War die schon immer da? Sieht so aus. Gut, das ist die besagte Höhle. Wir bereiten uns erstmal hier vor mit Licht. Schwert. Physische Verteidigung. So. Jetzt brauchen wir noch... Wo ist mein Essen? Ach da. Brauchen wir noch die Sachen hier. Mampf. Und Mampf. Jetzt kommen noch die Segen rein. Und direkt gleich ein Astraltrank, wenn es früh zum Kampf kommen sollte. Boah, was war das? Voltaischer Brutplatz. Stärker wirst du, indem du bessere Ausrüstung findest. Aber auch bei Ausbildern, die du in jeder Stadt finden kannst. Dort kannst du aktive Fähigkeiten und passive Statusstärkungseffekte kaufen. Genau. Für Gold. So, hier sind tote Troglüten. Eine alte Laterne. Kann aus. Und ein paar andere Dinge. Und ich meine. Okay, hier ist noch nichts. Ist auch noch nichts. Hier ist gar nichts? Ich dachte, hier wäre schon direkt was gewesen. Ach, da sind sie. Seht ihr sie? So, jetzt gehen wir bitte da rein. Dankeschön. Ah! Nicht in den Hintern, Alter! Du Drecksau! So, das sind goldene Günstling. Hießen die damals nicht anders? Goldener Günstling, okay. Palladiumbruchstücke. Junge, Junge, was haben die denn hier in der Tasche? Oh, seht ihr diese gelben Dinger da an der Wand, an dem Teil da, an dem roten Ding? Das sieht richtig eklig aus. So Pusteln, die aufplatzen und dann kommt da so eine Säure raus. Bäh. Widerlich. Und da ist der Dicke. Komm her. Oh, das ist Verfolgung. Ne, so nicht. Dann komm mal hier hin. Ah, ah. Los, lauf in die Falle. Du musst hier hochlaufen. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ich lauf mal hier hoch. Alter. Ich hab keinen Mana. Au. Erster Trank. Zweiter Trank. Ah. So. Goldgespenst. Goldlichmechanismus. Mechanismus. Vorlesen ist schwer. Vorlesen ist richtig schwer. Ich konnte das noch nie gut. Ich gelobige Besserung. Was ist das denn hier für Hightech-Zeug? What the fuck? Are you? Schaden! Au! Ich würde sagen, wir haben ein ganz klares Ziel. Fallen, 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 fallen. Kein Mana. Shit. Nein! Falsch, falsch, falsch!
Au! Goddammit! Wo ist der Mann? Ah, da. Ah, ja, ja. Wir spielen Fang. Du bist. Wo bist du? Du bist. Los, lauf hier rum. Bitte. Was ist denn dein Problem? Lauf doch um die Ecke da. Oh. Oh. Ah. Das machen wir aber hier mal so und so. Ich habe hier ein Haar auf der Brille. So, weg. Besser. Muss auch noch... Oh, Reinheitstrank. Wunderbar. Und Träne der Plage. Diese Träne eines makellosen Schreins Zeta und Mordio können verwendet werden, um neue einzigartige Ausrüstung herzustellen. Ui. Da macht einer Krach am Kratzbaum. So, und jetzt machen wir hier erstmal ein schönes Foto. Solange hier noch das Ding hier aktiv ist. Einstellungen. Einmal bitte den Hut ausstellen. So. Machen wir so. Gut. Ich hatte auch mal überlegt, dass ich einfach aus den Vorschaubildern, die ich aus meinem Renderprogramm habe, Thumbnails nehme, aber die sind meistens nicht so gut. Die da vorgeschlagen werden. Die sind meistens nicht so gut. Dann mache ich lieber das mitten in der Aufnahme einmal und habe eins, was mir gefällt. Also was ich sage, das finde ich schön. Das finde ich so gut, das nehme ich so ab. So, das Ding ist am Kohlen. Ach, da ist nochmal Sternpilz und nochmal... Oh, das sind zwei Beete gewesen. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal hier unten lang. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, die dicksten Viecher sind jetzt auch erledigt. Den hasse ich wie die Pest! Nein, der hat die Rune nicht geschrieben. Jetzt hat er die Rune geschrieben. So, jetzt kannst du da mal langlaufen. Na los, komm schon. Gut, dann machen wir es anders. Ey! Du Drecksding. Hä? Komm hier hin. Hier hin. Treffe ich nicht. Treffe ich immer noch nicht. Ist zu weit weg. Jetzt aber. Au! Nein! Ich krieg die Krise hier. Oh! Oh! Oh, shit. Los, lauf da durch. Ja. Bist du tot? Uff. Wunderbar. Was ist das? Arcanes Elementar. Und der hatte nicht mal so ein schönes Ding dabei. So ein Lich. Ah, Frechheit. So, hier sind wir nämlich jetzt wieder oben. Gut, dann haben wir den Gang auch gelaufen. Wo ist denn hier los? Ich habe ja fast gar keinen Mana mehr. Ach, warte mal. Ich habe den Buff ja noch aktiv. Ich bin ein Idiot. Aber das Leben gefällt mir nicht. Mach mal eben Verband. So. Hier geht's runter.
Und hier unten ist... hässliche Pilze. Hier geht's auch nochmal runter. Da unten sehen wir auch noch einen Gegner. Hier ist ein... den benutzen wir doch mal, ne? So. Laterne ist aus. Sie ist nicht mehr am Surren. Ich würde sagen, dann haben wir irgendwas geöffnet. Oder auch nicht. Oder was ausgeschaltet. Deaktiviert. Gucken wir mal. Hier stinkt's nach Hinterhalt. Oh. Ich bin falsch. Okay, tschüss. Falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Ah, da ist er ja schon. Schönen guten Tag, der Herr. So geht's auch. Komm ran. Und. So, dann brauchen wir nicht so viel Mana verbrauchen. Noch so ein Goldlichtmechanismus. Und hier ist ganz schön dunkel. Gut, dass ich so ein helles Licht habe. Die Laterne hätte hier maximal nicht gereicht. Hm? Ach, Flusswasser. Leichnam. Von einem Plünderer. Okay. Aber wo ist jetzt der... wo ist der hin? Hier war eine Krabbe. Ich glaube, ich habe hier links was gehört. Hallo? Den Blausand nehmen wir mit. Hey, wo ist das hin? Ich habe von oben ganz klar hier unten ein Viech gesehen. Wo ist denn das hingeblieben? Abgeblieben. Ach, hier geht's auch noch weiter. Hä? Okay, warte mal. Dann geht das hier rein. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Weg. Hier geht's hoch. Boah, ich muss ziemlich dringend aufs Klo. Mach mir gleich ins Hemd, so viel Angst habe ich. Dabei habe ich nicht mal ein Hemd an. Einfach alles mitnehmen. Oh, warte mal. Hut auf heute, Pirat. Kennen wir schon. So, und hier sehen wir jetzt wieder, ich würde sagen, den gleichen Bereich. Okay. Dann können wir wieder hier hin. Hier wieder hoch. Diesmal hier hoch. Hi. Au. Nein. Au. Fliehen. Ich hab Scheiße gebaut. Tja. Dumm bin ich ja nicht. Immer. Da ist noch einer. Oh, der ist auf der anderen Seite. Kann ich den von hier abballern? Jau. Au! Schlechte Idee. Der ist schneller als ich im Schießen. So, dann machen wir das mal so. Zweiten Hebel hier. Vielleicht haben wir auf der anderen Seite auch noch einen. Dann rennen wir jetzt mal eben. Lauf! Es gab ja da hinten noch einen Gang. Der war hier links. Dann dreimal im Kreis drehen. 1, 2, 3. Verlaufen. Ui, da ist er. Nein, nicht so. Oh.
Da ist noch ein Viech. Junge. Wo kommen die denn jetzt alle her? Moment. Lassen Sie mich eben einen Trank trinken. Vielen Dank. Die Firma dankt Ihnen. Ach, mittendrauf. Ich bin auch ein Horst. Renn weg! Ja. So. Jetzt ist hier aber Ruhe. So, dann müsste hier oben eine Punkte... Ich habe mich gar nicht erschrocken. Nein. Überhaupt nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass das Mikrofon krumm war. Und, jetzt nicht ablaufen, die Waffe. Shit. Das falsche Schwert genommen. Kann ich das nicht wegmachen jetzt? Abwerfen. Genau. Oh, ich muss das Zauberlexikon anlegen, ja. So. Ich bin nicht so gut mit Zweihandwaffen, deswegen... Und hier ist noch ein Schalter, ne? Ja. So, jetzt haben wir noch einen Schalter umgelegt. Damit haben wir unten hier alles gemacht. Geht's hier nirgends weiter? Ich glaube, hier geht's nirgends weiter. Ich glaube, das ist jetzt, aber eine Sperre für irgendwas gewesen. Aber für was nochmal? Wir werden sehen. Hier unten haben wir auf jeden Fall alles abgesucht. Das heißt, wir können wieder hoch. Ja, auch tot. Passt. Nochmal tot. Da kann man bestimmt runterfallen. Vielleicht... Kann man jetzt die Maschinen bedienen? Nein! Jetzt ist das Kraftfeld weg. Was haben wir denn hier? Lexikon des... Was sind das für Geräusche? Lexikon des Lichtwärters. Sagenumwogenes Buch für den wirkungsvolleren Einsatz von Runenzaubern. Mana-Kosten verringert Schadensbund. Oh... Junge, das ist ja insane gut. Insane. Was Besseres hätten wir gar nicht finden können. Das ist ja unglaublich schön. Unglaublich schön. So, ja, dann sind wir hier auf der Halbinsel durch, ne? Oder? Ich meine schon. Ja, schön. Gucken wir mal kurz ins Inventar. Ja, wir werden nochmal nach Sierzo laufen müssen. Also das kann ich dann jetzt offscreen machen. Laufen wir nochmal nach Sierzo. Bringen nochmal Sachen weg. Ich gucke dann auch mal, dass ich die Sachen verbrauche. Auch die ganzen Fische, Seetang und so weiter. Also nicht komplett verbrauche, aber das, was verschimmeln kann. Ne? Denn wir machen danach wieder eine weitere Reise zum... wie heißen sie? Zu den Heiligen Sümpfen. Genau. Gut, aber erstmal werde ich den Rückweg, denke ich, auf Screen machen. Und dann sehen wir uns nächste Folge am Start in Sierzo oder vor den Sümpfen. Das sehe ich dann. Entscheide ich spontan. Vielen Dank fürs Zuschauen und... oh, hier ist noch ein Vogelnest. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Und gerne Feedback, ne? Tschüss.